Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Claudia Fischer. Hallo Claudia, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Zum wiederholten Male wohlgemerkt. Ich war ja schon mal mit meinem Buch Your Song Wide Awake bei dir und freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Für alle, die mich aber noch nicht kennen, stelle ich mich natürlich gerne noch einmal vor. Ich bin Claudia, 34 Jahre alt, zweifache Katzenmama und ich lebe und arbeite im schönen Hamburg. Vom Schreiben leben kann ich aber noch nicht. Hauptberuflich bin ich Apothekerin. Aber das Schreiben begleitet mich natürlich schon mein ganzes Leben lang und ich war bisher auch immer im Bereich Liebesromane unterwegs. Und wenn ich nicht gerade schreibe, bin ich Musikerin und zwar aus Leidenschaft. Ich bin Schlagzeugerin und ich singe bei meiner Band von Paula. Wow, ich habe das zwar alles schon mal gehört, aber es beeindruckt mich jedes Mal, was du alles machst. Und welches Buch hast du denn heute mitgebracht? Ja, heute möchte ich euch mein erstes Buch vorstellen, meinen Debütroman Your Song Safe Haven. Den habe ich im Februar 2022 rausgebracht und das ist Band 1 meiner Your Song Rockstar Romance Reihe. Safe Haven erzählt die Geschichte von Sophia Hansen, das ist eine junge Krankenschwester mit einer ziemlich tragischen Familiengeschichte, und Alexander Seidler, dem Rhythmusgitarrist der Hamburger Rockband Rock Legends. Der ist alles aber nicht der typische Rockstar, wie ihr ihn euch vielleicht vorstellt. Ja, Sophia und Alex sind zwei Menschen, die sehr verschieden sind, allerdings aber auch zwei Menschen, die sich wie Magnete anziehen. Zwei Menschen, die zusammengehören, es aber doch nicht dürfen. Deswegen ist mein Buch auch eine sogenannte Forbidden Love Story. Worum geht es jetzt genau? Dafür würde ich euch gerne mal den Klappentext vorlesen. Der beginnt mit einem Zitat aus dem Buch. Wir beide waren nicht füreinander bestimmt. Und je eher er das begriff, umso besser war es. Für uns beide. Dein Name ist Sophia Hansen. Du bist jung, witzig, bildhübsch und Single. Und nicht gewillt, an dieser Tatsache etwas zu ändern. Zu schwer lastet die familiäre Vergangenheit auf deinen Schultern. Bis du im Eifer des Gefechts diesem Kerl eine Stahltür ins Gesicht rammst. Sein Name ist Alexander Seidler. Rhythmusgitarrist der Rock Legends. Ein waschechter Rockstar. Und er will dich. Aber du kannst nicht. Du kannst ihn aber auch nicht vergessen. Kurz darauf begegnest du ihm ein zweites Mal. Nur ist sein Herz da schon an jemand anderes vergeben. An Greta, deine beste Freundin aus Kindheitstagen. Ja, Safe Haven wird abwechselnd erzählt aus der Sicht von Sophia und von Alex. Und die Thematik ist doch recht vielschichtig. Es geht neben Freundschaft hauptsächlich auch um Verantwortung, um Intrigen, um schwere Themen wie Krankheit, Trauer, Tod, Traumata, psychische Probleme. Aber der rote Faden ist und bleibt natürlich die Liebesgeschichte zwischen Sophia und Alex. Und das Leitthema des Buches ist das Schicksal. Ja, ist ein interessanter Klappentext. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, sehr gerne. Ich würde starten mit Kapitel 1. Das erzählt vom ersten Aufeinandertreffen meiner beiden Protagonisten, was schon ein bisschen außergewöhnlich verläuft, aber das hört ihr gleich selbst. Und das wird erzählt aus der Sicht von Alexander und aus der Sicht von Sophia. Viel Spaß. Kapitel 1. Alexander. Sterne. Überall. Ich sah tatsächlich Sterne. Vorsichtig öffnete ich zuerst ein Auge, dann das andere. Keine Chance. Es funkelte und blinkte noch immer wie verrückt. Bisher war mir nicht klar gewesen, was echte Schmerzen waren. Es fühlte sich an, als hätte jemand eine Handgranate in meinem Gesicht hochgehen lassen. Ich brauchte einen Moment, um wieder zu mir zu kommen. Mein Kopf dröhnte und ich war wie benebelt. Meine Lider fielen wieder zu. Etwas Kaltes in meiner Hand erinnerte mich an den Eisbeutel, den ich festhielt. Ich drückte ihn stärker gegen meine Nase, was unweigerlich dazu führte, dass sich der Schmerz wie ein Messerstich in mein Gesicht bohrte und mir die Tränen in die Augen trieb. »Der Arzt müsste jeden Moment hier sein«, hörte ich Romy sagen. Sie war nicht allein. Mehrere Personen redeten wild durcheinander, klang locker nach einer ganzen Fußballmannschaft. Ein weiteres Mal unternahm ich den Versuch, meine Augen zu öffnen. Das einfallende Licht ließ noch immer Sterne am Rande meines Blickfeldes tanzen. Alles war unklar und verschwommen. Doch nach und nach nahmen die Umrisse Gestalt an. Und was für eine Gestalt! Das Gesicht einer jungen Frau, umrahmt von besagten Sternen. Gott, wie kitschig! Ich blinzelte und die Sterne verschwanden.
Was blieb, war dieses Gesicht. So umwerfend schön, dass ich froh war, gerade auf der Couch zu liegen. Andernfalls hätte es mich aus den Schuhen gehauen. Das feine, weißblonde Haar ging ihr bis zu den Schultern und umrahmte ihre schmalen Züge. Die hohen Wangenknochen waren mit einem Hauch Rouge betont. Zusammen mit den zartrosa Lippen und der niedlichen Stupsnase ergab es das perfekte Bild. Und erst diese Augen. Eine Mischung aus Minzgrün und Silbergrau. Faszinierend. Geht's wieder? Riss mich die vertraute Stimme meines Bruders aus der Trance. Ich zwang mich dazu, meinen Blick abzuwenden und drehte meinen Kopf langsam zur Seite. Toni hockte neben mir und musterte mich besorgt. Hinter ihm der Rest der Band. Alle mit demselben Gesichtsausdruck. Als Antwort auf Tonis Frage nickte ich nur, was den vernichtenden Schmerz wieder aufflammen ließ. Scheiße, tat das weh. Im selben Moment beugte sich die schöne Unbekannte über mich. Meine Augen zuckten zurück zu ihr. Und schon ließ mich ihr Anblick meine Schmerzen vergessen. Sie streckte die Hand nach meinem Gesicht aus, worauf ich den Eisbeutel sinken ließ. Mit gefurchter Stirn betrachtete sie meine Nase und zog vorsichtig das Tuch beiseite, das die Blutung stoppen sollte, bis ihr Blick meinem begegnete. Sie hielt inne. Ich erkannte die Verunsicherung darin. Aber da war noch was anderes. Allerdings kam ich nicht dazu, es genauer zu analysieren. Der Moment war schon vorbei. Sie räusperte sich und wich meinem Blick aus. Es hat aufgehört. Vielleicht sollten wir aber besser neues Eis besorgen. Wahnsinn. Ihre Stimme. Dieser sanfte Klang. Wie ein Song, den ich nach dem allerersten Mal wieder und wieder hören wollte. Gerade wollte ich was sagen, da flog die Tür auf und knallte gegen die Wand. Na Gott sei Dank, der Doc ist da. Christian klang hörbar erleichtert. Nur eine Sekunde später kniete unser Privatarzt neben mir und begutachtete mich. Na los, macht schon, alle raus hier jetzt, schnauzte Christian, woraufhin sich das Zimmer nach und nach leerte. Dann zeigte er auf den blonden Engel zu meinen Füßen. Hey, bist du taub? Das gilt auch für dich, besonders für dich, verstanden? Wut blitzte in ihren Augen auf. Abwehrend hob sie die Hände. Schon gut, ich gehe ja schon. Trotzig reckte sie ihr Kinn. Dann sah sie wieder zu mir. Mit schuldbewusster Miene biss sie sich auf die Unterlippe. Es tut mir leid, hauchte sie kaum hörbar. Verdammt, wie sie vor mir hockte. Wie ein Häufchen Elend. Das konnte sich doch niemand ansehen. Ich schon gar nicht. Schließlich seufzte sie, stand auf und ließ sich von Christian zur Tür eskortieren. Der Gedanke, dass sie jetzt einfach so verschwand und ich sie vermutlich nie wiedersehen würde, gefiel mir ganz und gar nicht. Hey, warte, rief ich ihr hinterher. Sie drehte sich noch einmal zu mir um. Du hast mir noch gar nicht deinen Namen verraten. Christian verdrehte theatralisch die Augen und fluchte leise vor sich hin, was mir aber egal war. Zunächst wirkte sie überrascht. Doch dann huschte ihr ein Lächeln über die Lippen und hellte ihr Gesicht für einen Moment auf. Schon viel besser. Sophia. Sophia, murmelte ich. Was für ein bezaubernder Name. Allerdings bekam sie das nicht mehr mit, denn da hatte Christian sie schon unsanft nach draußen geschoben und die Tür hinter ihnen zugeworfen. Eine Stunde zuvor. Sophia. Hast du das gesehen? Wie die geguckt haben, als ich gesagt habe, wir stehen auf der Gästeliste? Bäm, sowas wollte ich schon immer mal sagen. Der schwarzbraune Lockenkopf meiner Freundin wippte vor mir auf und ab. Ihre Augen strahlten vor lauter Begeisterung und ihr aufgeregtes Quietschen erinnerte mich an eine sterbende Maus. Mehr als ein zaghaftes Lächeln brachte ich nicht zustande. Kaum hatten wir die S-Bahn verlassen und uns zu Fuß auf den Weg zur Arena gemacht, statt einen Shuttlebus zu nehmen, hatte es angefangen, wie aus Eimern zu schütten. Ich war nass bis auf die Knochen. Ganz zu schweigen von meinen Haaren, die sich bei der Feuchtigkeit immer furchtbar wellten. Glücklicherweise hatte ich mich heute für ein rot-weißes Bandana entschieden, damit fiel es hoffentlich nicht zu sehr auf. Dennoch, meine Klamotten waren komplett nass. Joelina, von allen nur Joe genannt, entging meiner angesäuerte Miene nicht. Ach komm schon, Sof, das ist doch nur ein bisschen Regen. Ich verzog das Gesicht, worüber sie lachte. Ein bisschen, klar. Joe lachte noch immer. Es bedurfte einiges, ihr die Laune zu verderben.
Ich konnte mich nicht erinnern, sie jemals schlecht gelaunt erlebt zu haben. Vielleicht lag es auch daran, dass sie halb Brasilianerin war. Sie hatte ein durch und durch sonniges Gemüt. Egal, los jetzt, lass noch schnell was zu trinken holen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir gute Plätze haben wollen. Ich hatte keine Chance. Dabei war ich heute beim besten Willen nicht in Stimmung für ein Konzert. Ich war todmüde. Erledigt. Kaputt. Fertig. Eigentlich sollte gerade Joe wissen, wie man sich nach 6 Frühdiensten in Folge fühlte. Alles, was ich jetzt wollte, war, mich in den kühlen Stoff meiner Satin-Bettwäsche vergraben und bis morgen Abend durchschlafen, bevor ich zur Nachtschicht antreten durfte. Der Wechsel von Früh auf Nacht brachte meinen ohnehin schon verkorksten Biorhythmus gänzlich aus dem Tritt. Mit 2 Alster in der Hand nahmen Joe und ich den entsprechenden Eingang in die Halle, der uns nach und nach zum zentralen Innenraum mit den Stehplätzen führte. Die Luft war klar und kühl. Aus Erfahrung wusste ich jedoch, dass sich das mit zunehmender Menge an Menschen schnell ändern würde. Wir ergatterten tatsächlich gute Plätze auf der rechten Seite, unweit der momentan noch leeren Bühne. Gewaltig das Ganze. Beeindruckend. Wie wohl die Aussicht von dort oben war? Ich ließ meinen Blick über die Ränge schweifen, die sich, genau wie der Innenraum, in Rekordzeit füllten. Ich habe Adrian geschrieben, wo wir sind, riss mich Joe aus meinen Gedanken. Sie schob ihr Handy zurück in die Hosentasche und nahm einen Schluck von ihrem Getränk. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht fassen. Das wird großartig. So ganz konnte und wollte ich mich nicht von ihrem Stimmungshoch anstecken lassen. Was auch Joe bemerkte. Verdammt, Sof, jetzt freu dich doch mal. Würde Markus heute Abend nicht an Männerschnupfen versterben, wärst du so spontan gar nicht hier. Und jetzt wirst du die Rock Legends gleich live sehen. Und das dank Gästelistenplatz auch noch völlig umsonst. Weißt du, wie viele vorrangig Frauen dafür töten würden? Das war richtig. Und ich war ja auch dankbar dafür, dass sie als erstes an mich gedacht und mich vorhin gleich angerufen hatte, als der Platz auf der Gästeliste frei geworden war. Und jetzt, wo ich hier war und sich die spannungsgeladene Atmosphäre auf mich übertrug, drang die Vorfreude allmählich zu mir durch. Ich erwiderte Joes Lächeln. Du hast recht. Es wird bestimmt toll werden. Danke, dass du mich mitgeschleift hast. Joe grinste. Schwungvoll warf sie einen Arm um mich. Hey, da ist sie ja wieder, meine Lieblingskollegin. Wenig später entdeckte ich Adrian in der Menge, noch bevor er uns gesehen hatte. Was nicht sonderlich schwer war, weil er hier der Einzige war mit einer riesigen Kamera um den Hals. Ich riss meinen Arm in die Luft und winkte ihm zu. Wenige Sekunden später hatte auch er uns bemerkt und wühlte sich durch die Menge zu uns durch. Adrian war Joes 2 Jahre älterer Halbbruder und Fotograf aus Leidenschaft. Ich liebte seine Schnappschüsse. Heute war er als Fotograf von Johnny Mirror hier, der Vorband, auf deren Gästeliste wir standen. Aber auch nur, weil Adrian mit den Jungs so gut befreundet war. Erzähl, wie ist's so Backstage? Hast du schon wen von der Band getroffen? Quietschte Joe, krallte sich in Adrians Karohemd und hüpfte aufgeregt auf und ab. Ihr Bruder zuckte lässig die Schultern und rückte seine Basecap zurecht. Die habe ich nur mal von Weitem gesehen, als sie über den Flur gehuscht sind. Die haben weiter hinten ihren eigenen Bereich. Bisher habe ich die meiste Zeit mit Johnny Mirror rumgehangen und meinen Job gemacht. Ach, und die zweite Vorband habe ich auch schon kennengelernt. Unlimited. Ultra cool und super nett. Die begleiten dir jetzt schon die komplette Tour. Und jetzt hast du offiziell Pause, oder was? Fragte ich ihn und nippte an meinem Alster. Adrian nickte. Sozusagen, ja. Die Jungs bereiten sich gerade auf ihren Auftritt vor. Da herrscht höchste Konzentration. Ist doch bald soweit. Noch knapp 20 Minuten. Oh je. Ich konnte mir gut vorstellen, wie nervös die gerade sein mussten. Auch wenn es sicher cool war, vor so vielen Leuten zu spielen, tauschen wollte ich nicht mit ihnen. Wenn's losgeht, muss ich nach vorne den Fotografen graben. Aber bis dahin stehe ich euch uneingeschränkt zur Verfügung, Ladies. Grinsend strich er sich durch seinen Vollbart, legte einen Arm um Joe und wuschelte ihr mit der anderen Hand durchs Haar. Wenn du Johnny Mirror nachher nochmal siehst, vergiss nicht, ihnen Danke zu sagen, dass sie uns auf die Gästeliste gesetzt haben, okay? Bat Joe ihn. Adrian nickte. Also, wenn wir jetzt noch Zeit haben, lasse ich euch mal kurz allein und gehe nochmal aufs Klo, verkündete ich. Oder musst du auch? Fragend blickte ich zu Joe, die aber den Kopf schüttelte. Gut, dann bis gleich. Ich drückte ihr meinen Becher in die Hand und bahnte mir einen Weg durch den mittlerweile proppenvollen Stehplatzbereich. Aber beeil dich, in 20 Minuten musst du wieder hier sein.
rief Joe mir hinterher. Es dauerte ewig, bis ich mich aus der Halle rausgekämpft hatte. Hier im Außenbereich mussten sich neben der ganzen Gastronomie und den Garderoben auch irgendwo die Toiletten befinden. Ich folgte der Beschilderung und hatte gefühlt einmal die komplette Halle umrundet, bis ich sie entdeckte. Doch statt der erwarteten langen Schlange fand ich dort nur eine verschlossene Tür, an der ein Zettel klebte. Wegen Wasserschaden geschlossen. Bitte nutzen Sie die Toiletten auf der oberen Ebene. Wunderbar. Und wie kam ich dorthin? Ich sah erst nach rechts, dann nach links. Ein Hinweis wäre an der Stelle nicht schlecht gewesen, aber gut. Ausschau haltend nahm ich den Weg wieder zurück und stieß dabei auf eine kleinere Gruppe, deren Unterhaltung ich entnehmen konnte, dass sie auch auf der Suche nach der Ausweichtoilette waren. Ich schloss mich an und folgte ihnen durch eine Tür, die zu einem Treppenhaus führte. Wir nahmen die Stufen bis in die zweite Etage, bogen links ab durch eine große graue Stahltür und nochmal rechts um die Ecke. Herrje, ob ich mich je wieder zurückfinden würde? Nach ein paar Minuten Anstehen durfte ich mich endlich erleichtern. Beim Händewaschen warf ich einen Blick in den Spiegel. Meine schwarze Hose klebte immer noch an mir. Mein verwaschenes Jeanshemd hingegen war zwar noch klamm, aber immerhin nicht mehr durchnässt. Und meine Haare lagen trotz der leichten Wellen in meinem sonst so glatt frisierten Longbob erstaunlich gut. Zum Glück. Ich verließ die Toiletten und fand mich auf dem verlassenen Flur wieder, wo die dumpfen Klänge von Schlagzeug und Bass zu hören waren. Johnny Mirror hatten also schon angefangen. Klasse. Joe würde mich umbringen. Seltsam, dass hier niemand mehr war. Anscheinend war ich die Letzte, die es noch nicht zurück in die Halle geschafft hatte. Ich warf einen Blick in beide Richtungen des Flurs. Von wo war ich nochmal gekommen? Verdammt. Mich durfte man nirgends allein stehen lassen. Meine Orientierung sind gleich einem kaputten Kompass. Also gut, wo lang jetzt? Tante Magda sagt immer, rechts was Schlechtes, links was Flinkes. Also nach links. Schon irgendwie gruselig, diese nackten grauen Wände. Noch dazu die Lampe an der Decke. Hatte die vorhin auch schon so nervig geflackert? Am Ende bog ich nochmal links ab, wo ich schließlich auf die große graue Stahltür stieß. Na also, war ich doch richtig. Als ich die Klinke nach unten drückte, ließ sich die Tür aber nicht öffnen. Komisch. Ging die vorhin auch schon so schwer auf? Oder klemmte sie jetzt? Das hier war doch der richtige Ausgang, oder? Ich sah über meine Schulter. Ja, ich war vorhin eindeutig aus dieser Richtung gekommen. Warum konnten die das auch nicht vernünftig ausschildern? So sehr ich mich bemühte, diese gottverdammte Tür wollte nicht nachgeben. Also schön, würde ich es eben so handhaben wie bei unserer Wohnungstür. Die Klinke runterdrücken und mich gleichzeitig dagegen werfen. Oder ich müsste im Zweifelsfall einen anderen Ausgang finden. Und das möglichst schnell, um das Konzert nicht gänzlich von hier aus zu verfolgen. Das wäre ja noch schöner. Entschlossen umklammerte ich den Türgriff, atmete tief durch und holte Schwung. Das hier könnte unter Umständen wehtun. Also schön. 3, 2, 1. Ich flog beinahe durch die Tür, als diese im selben Moment von innen geöffnet wurde. Jemand schrie. Erschrocken sprang ich zurück und stand dermaßen unter Schock, dass ich leider zu spät bemerkte, wie sich die Tür wieder auf mich zubewegte und auf meine Finger traf, die sich noch im Türrahmen befanden. Jetzt war ich diejenige, die aus lauter Schmerz aufheulte. Tränen schossen mir in die Augen. Verdammt, tat das weh. Doch ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn auf der anderen Seite war jemand, dem ich mit meiner Aktion noch viel größere Schmerzen zugefügt haben musste. Zumindest seinem Geschrei nachzuurteilen. Vorsichtig stemmte ich die Tür wieder auf und riskierte einen Blick. Dahinter stand ein Kerl. Er hielt sich beide Hände vors Gesicht. Und zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor. Scheiße, was hatte ich getan? Ja, wer sich hinter der Tür verbirgt, das habe ich euch ja schon im Klappentext verraten. Es ist natürlich Alexander Seidler, der Rhythmusgitarrist der Band, wegen der Sophia heute Abend dort ist. Ja, Sophia sorgt mit dieser Aktion auch ziemlich für Furore. Es gibt ziemlich viel Geschrei und Unverständnis backstage und am Ende wird sie dann auch ziemlich unsanft nach draußen geworfen. Man könnte jetzt denken, die beiden sind dann miteinander fertig, aber dann wäre das Buch an der Stelle schon zu Ende. Das Schicksal hat andere Pläne mit Alex und Sophia. Sophia trifft nämlich wenige Wochen später auf ihre frühere beste Freundin Greta.
Die haben sich aus den Augen verloren, weil Greta damals nach Amerika gegangen ist. Und die beiden freuen sich so über ihr Wiedersehen, dass Greta sie kurzerhand zu sich nach Hause einlädt. Und Sophia sagt natürlich zu. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass sie dort erneut auf Alex trifft. Alex hat ebenso wenig damit gerechnet. Und wie beide dann auf ihr unerwartetes Wiedersehen reagieren, das lese ich euch jetzt einmal vor. Alexander. Unfassbar. Sie war es. Sie war es tatsächlich. Ich blinzelte heftig. Aber sie stand noch immer dort. Kurz schloss ich die Augen, öffnete sie wieder. Unverändert. Vor mir stand Sophia. Die Sophia. Es handelte sich also nicht um einen Streich meines Hirns oder eine Ausgeburt meiner blühenden Fantasie. Aber wie? Bisher hatte die Wunschvorstellung, sie tatsächlich nochmal wiederzusehen, nur in meinem Kopf existiert, weil es praktisch unmöglich war. Bis jetzt. Ich war wie gelähmt, genauso wie sie. Ich glaubte, sie nicht einmal blinzeln zu sehen. Greta schien von unserer gegenseitigen Schockstarre nichts zu bemerken. Sie griff nach meiner Hand und verschränkte ihre Finger mit meinen. Guck mal, wer da ist, quietschte sie fröhlich. Darf ich vorstellen? Das ist Sophia, meine beste Freundin. Sowas wie Panik flackerte in Sophias Augen auf. Ihren so bezaubernden silbergrünen Augen, von deren Schimmer ich mich einfach nicht losreißen konnte. Selbst wenn ich es gewollt hätte. Keine Chance. Greta schmiegte sich dicht an mich. Mit einer Hand strich sie über meine Brust. Das ist der Soff, schnurrte sie mit honigsüßer Stimme. Der Traummann, von dem ich gesprochen hatte. Das ist Alex. Fuck, ich war am Arsch. Sophia. Also doch kein Traum. Ich halluzinierte auch nicht. Das hier war echt. Er war es wirklich. Vor mir stand Alex, Alexander Seidler, und starrte mich mit derselben Fassungslosigkeit an, wie ich ihn. Seine traumhaften Augen schimmerten in den schönsten goldbraunen Tönen. Augen, die ich nicht vergessen hatte. Wie könnte ich auch? Herzschlag, Herzschlag, Pause, atmen. Herzschlag, Herzschlag, Pause, atmen. Mich darauf zu konzentrieren, half geringfügig. Zumindest auf meine Reflexe war noch Verlass, wenn schon der Rest von mir unter einem Totalausfall litt. Greta schien all das nicht zu bemerken. Zum Glück. Vielleicht kennst du ihn ja. Du hörst doch die Art von Musik, oder? Drang ihre Stimme wie durch eine dicke Dunstglocke zu mir hindurch. Dementsprechend verzögert kam meine Antwort. Die Rock Legends, meinst du? Oh Wunder. Mein Sprachzentrum hatte den Neustart geschafft. Noch immer ruhte mein Blick unverwandt auf Alex und seiner auf mir. Ja, genau, erwiderte Greta. Ich hab dir ja gesagt, er ist ein echter Rockstar. Am liebsten hätte ich laut gelacht. Ja, Rockstar, das traf es wohl. Nur hatte ich in dem Moment nicht mal im Entferntesten im Sinn gehabt, dass sie das auch wortwörtlich meinte. Das war er also, Gretas Traummann, ihr Freund. Am liebsten hätte ich mich in den antiken Blumenkübel zu meiner Rechten übergeben. Das hier war die reinste Freakshow. So einen schlechten Humor konnte nicht mal das Schicksal haben. Ob wir ihr sagen sollten, dass wir uns schon kannten? Ich fühlte die Schweißperlen auf meiner Stirn. Vollkommen bewegungsunfähig versuchte ich, die Antwort auf diese Frage aus Alex' Blick zu lesen. Doch der verriet mir dazu leider nichts. Greta sah Fragen zwischen uns hin und her. Schließlich schlug sie Alex mit dem Handrücken gegen die Brust und lachte. Meine Güte, Schatz, jetzt hör auf, sie so anzustarren. Du bringst die Arme ja völlig aus dem Konzept. Sie sah wieder zu mir. Das passiert ständig. Bei seinem Anblick kann man auch nur dahinschmelzen, nicht wahr? Mein Kopf glühte wie ein Fesselballon, als hätte ihn jemand angezündet. Die Flammen bahnten sich rasend schnell ihren Weg meinen gesamten Körper hinab und zentrierten sich unter Alex' intensivem Blick genau in meiner Körpermitte. Alex schaffte es von uns beiden als erster, sich aus der Starre zu lösen. Er räusperte sich und streckte mir dann die Hand entgegen. Sophia also, freut mich. Einige Sekunden verstrichen, in denen ich nur auf seine Hand stierte, bis mein Blick langsam wieder nach oben wanderte und sein schiefes und verboten attraktives Grinsen dafür sorgte, dass ich direkt an Ort und Stelle niederbrannte. Kaum merklich zog ich Luft ein und ergriff tapfer seine Hand.
seine weiche, warme Hand, deren raue Fingerkuppen sanft über meinen Handrücken strichen. Diese minimale Berührung schickte 10.000 Volt durch mich hindurch. Was zur Hölle passierte hier? Warum löste er all das in mir aus? Gott, hoffentlich bemerkte er nicht, wie sehr ich gerade zitterte. Ich schluckte und räusperte mich dann ebenfalls. Ja, mich freut es auch. Für den Bruchteil einer Sekunde leuchteten seine Augen. Ich könnte Stunden damit zubringen, ihn einfach nur anzusehen. Doch dann würde ich Gefahr laufen, mich in seinem Anblick zu verlieren. Ziemlich schnell sogar. Zumindest wäre meine Frage damit beantwortet. Wir behielten es also für uns. Vorerst. Spannend. Danke. Ich habe wirklich mitgefühlt und dachte so, das war es dann wohl mit dem Auftritt. Mhm. Wahrscheinlich war es auch so. Du hast es jetzt auch nicht verraten. Das müssen wir jetzt alle auch selber rausfinden. Das ist auch völlig okay. Spannung muss sein. Genau, sehe ich auch so. Stell doch einfach mal deine Figuren vor, wie die heißen, wie die so ticken, was du dir dabei gedacht hast. Ja, das mache ich gerne. Ihr habt sie ja jetzt schon kennengelernt, meine beiden Protagonisten, Alex und Sophia. Ich habe das eigentlich auch gar nicht geplant, ihre Geschichte zu erzählen, weil ursprünglich hatte ich zuerst nämlich die Geschichte von Alex' Bruder Toni. Alex war da nur eine Nebenfigur. Aber irgendwie kam er mir dann zuvor, seine Geschichte war in meinem Kopf viel ausgereifter und dann dachte ich erzähle die mal doch zuerst. Ja, Alex ist bis auf sein gutes Aussehen und sein musikalisches Talent und er hat noch eine Schwäche für schöne, schnelle Autos, ist er eigentlich nicht der klassische Rockstar, weil er ist super höflich, er ist charmant, er ist liebevoll, er ist aufmerksam, witzig, romantisch, ich könnte noch 1000 andere Sachen aufzählen, er ist einfach der Traummann durch und durch. Man könnte einfach nur dahinschmelzen sozusagen. Was könnte man ihm ankreiden als Eigenschaft? Vielleicht, dass er sich manchmal ein bisschen zu sehr um andere sorgt und er ist halt die Bandmutti quasi, er ist Anführer der Band und er stellt sich dabei immer selbst erst ganz hinten an. Also er sorgt immer erst dafür, dass es seinem Umfeld gut geht und zuletzt halt kümmert er sich um sich selbst. Alex hat keine einfache Vergangenheit. Er hatte früher Probleme mit seinem Vater, die er nie richtig verarbeitet hat. Und das schleppt er Tag für Tag mit sich rum und redet da auch kaum mit jemandem drüber und macht das alles mit sich selber aus. Sophia hat eine ähnlich schwere Vergangenheit. Sie lebt, seit sie 7 Jahre alt ist, bei ihrer Tante. Und zwar zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Katharina. Die ist Autistin. Also Autismus spielt auch eine tragende Rolle in meinem Buch. Was den beiden passiert ist, hat Sophia auch nie wirklich aufgearbeitet. Ihr einziger Ruhepol ist ihr Pferd Stella. Und Sophia tickt da ziemlich ähnlich wie Alex und stellt die Familie ihren persönlichen Interessen jederzeit und immer voran. Was Sophia als Charakter auszeichnet, ist in jedem Falle ihre familiäre Ader, ihr Kampfgeist und ihr Durchhaltevermögen. Das sind alles Dinge, die ich ihr so ein bisschen von mir mitgegeben habe. Und was uns beide noch verbindet, ist unsere absolute Orientierungslosigkeit. Also da sehe ich mich tatsächlich auch. Sophia ist ein sehr fürsorglicher Mensch. Daher habe ich mich auch entschieden, sie halt als Krankenschwester arbeiten zu lassen in meiner Geschichte. Und sie hat noch ein Talent, das sie bisher immer gut verborgen hat. Und zwar hat sie eine atemberaubende Stimme. Sie kann ultraschön singen und sie kann ganz, ganz toll Klavier spielen. Wo spielt denn dein Buch? Mein Buch spielt in Hamburg. Das hat aber weniger damit zu tun, dass ich jetzt mittlerweile selber hier wohne, sondern als ich mit der Reihe angefangen habe, das war im Alter von 15, war ich Fan von der Band Revolverhead. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Und deshalb war mir klar, meine Band, über die ich schreibe, muss unbedingt auch in Hamburg zu Hause sein. Das ist sozusagen der Hauptort. Aber es gibt auch Szenen, die in London spielen, in Brighton und auf Hiddensee. Wow, also ich glaube, jeder kennt die Band. Ich hoffe. Ja. Ja, hat man schon mal gehört. Genau. Magst du gleich mal weiterlesen? Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wie geheimnisvoll es weitergeht, was du offen lässt. Und ich fieber gerade mit.
Ja, das freut mich, so soll es ja sein. Also im Leseteil 2, ich springe jetzt mal direkt zur Mitte des Buches. Es ist also jetzt schon einige Zeit vergangen und Sophia und Alex sind sich in dieser Zeit auch schon näher gekommen. Ich hatte ja gerade auch schon erzählt, dass Sophia ein verborgenes Talent hat, ihre Gesangsstimme und eben ihre Fähigkeit, Klavier zu spielen. Und das hat sie bisher auch vor Alex tatsächlich geheim gehalten. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass das Geheimnis gelüftet wird. Kurz mal zum Setting dieser Szene, bevor ich anfange. Also wir befinden uns in einem Restaurant. Dieses Restaurant gehört dem Freund von Sophias Tante. Der hat das Restaurant noch nicht eröffnet. Es findet jetzt quasi noch mal ein finales Testessen statt. Und zu diesem Testessen sind eingeladen Sophia und ihre Schwester Katharina und Alex und Greta. Das Essen bringen die auch mehr oder weniger einigermaßen glimpflich über die Bühne. Und im Anschluss fährt Alex mit Greta nach Hause und stellt dann aber fest, dass er was im Restaurant vergessen hat. Und an der Stelle möchte ich einmal einsteigen. Es ist aus Sicht von Alexander erzählt. Ach shit. Ich öffnete die Fahrertür meines Autos und suchte den Innenraum ab. Sah auf dem Sitz nach. Unter dem Sitz. Hinter ihm. Vor ihm. An den Seiten. Selbst das Fach in der Mittelkonsole checkte ich. Nichts. Zuletzt klopfte ich nochmal alle Taschen meiner Jeans ab. Ohne Erfolg. Was ist los? Fragte Greta, die bereits die Schlüssel zu ihrer Wohnung in der Hand hatte und auf halbem Weg dorthin war. Ich glaube, ich habe mein Handy im Restaurant liegen gelassen. Gretas Brauen schnippten nach oben. Oh, und jetzt? Na, jetzt fahre ich nochmal hin, um es zu holen. Meinst du, die sind noch da? Wandte Greta ein. Vielleicht wäre es besser, wenn wir Sof anrufen und fragen und nein, unterbrach ich sie entschieden. Schon okay, ich fahre da einfach noch mal schnell hin. Vielleicht habe ich ja Glück, sonst halt morgen. Greta nickte, wenn auch wenig begeistert. Tja, dann aber beeil dich, ja? Ich möchte ungern ohne dich einschlafen. Sie kam die 2 Schritte zu mir zurück und hauchte mir einen Kuss auf den Mund, bevor ein diabolisches Grinsen ihr hübsches Gesicht zierte. Ich habe mir nicht umsonst deine Lieblingsunterwäsche heute angezogen. Super. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich hatte nicht vorgehabt, heute Abend mit Greta zu schlafen. Wie auch, wenn meine Gedanken schon wieder oder immer noch ganz woanders waren. Ich erwiderte ein schwaches Lächeln und drückte ihr einen Kuss aufs Haar. Ich beeile mich, versprochen. 15 Minuten später parkte ich den Mercedes erneut vor dem Restaurant. Mein Blick wanderte die gläserne Fassade hinauf. Tatsächlich, oben brannte noch Licht. Dann war also noch jemand da. Gott sei Dank. Erleichtert atmete ich auf, sprang aus dem Auto und flitzte dann zur Eingangstür. Zu meiner Überraschung war die sogar offen. Gefährliche Sache. Schließlich konnte hier sonst wer reinkommen. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Schon beim Reinkommen vernahm ich Musik. Leise, sanfte Klänge von, Moment, einem Klavier? Hier gab es ein Klavier? Denn das hier war ohne Zweifel live gespielt. Warum war mir das vorhin nicht aufgefallen? Und wer spielte da so verdammt gut? Ich folgte dem schwach beleuchteten Weg bis zur Treppe, die ins obere Stockwerk und damit auch zur Dachterrasse führte. Ob Sof auch noch da war? Der Gedanke brachte mein Herz zum Rasen. Wie gern hätte ich mich heute mit ihr unterhalten. Also so richtig. Unter 4 Augen. Allein. Dann hätte sie mir auch gleich erklären können, warum sie mich eine ganze geschlagene Woche komplett ignoriert hatte. Und das einzige Lebenszeichen von ihr, die lapidare Nachricht darüber war, dass sie mir mein Auto zurückgebracht hatte. Sämtliche Anrufe meinerseits landeten sofort auf ihrer Mailbox. Und auch auf meine Nachrichten hatte sie bisher nicht reagiert. Sie verhielt sich völlig kalt und abweisend, so wie ich sie überhaupt nicht kannte. Ganz sicher hatte das was mit dem Kuss zu tun. Hätte ich mich doch nur zusammengerissen. Aber in dem Moment hatte ich einfach nicht anders gekonnt. Es hatte mich schon sämtliche Willenskraft gekostet, es überhaupt bis dahin auszuhalten. Und weitere Willenskraft, es dabei zu belassen, weil sie mich darum gebeten hatte. Fuck. In meinem Kopf herrschte das reinste Chaos. Ich wusste weder, was ich tun konnte, um das dringend erforderlich klärende Gespräch mit Sof herbeizuführen, noch wie ich mich Greta gegenüber verhalten sollte.
Ich schaffte es ja noch nicht mal, sie richtig anzusehen. Nicht, ohne dabei Sofs Gesicht vor Augen zu haben. Sie zu küssen und dabei nicht Sofs Lippen zu schmecken. Mit ihr zu schlafen, ohne mir dabei vorzustellen, es wäre Sof. Gott, ich war sowas von am Arsch und brauchte eine Lösung. Für all das. Und zwar dringend. Was, wenn Sof tatsächlich noch da war und ich die Chance bekam, mit ihr zu reden? Je näher ich der Treppe kam, umso heftiger schlug mein Herz. Ich hatte null Plan, was genau ich ihr sagen sollte. Vermutlich würde es mir die Sprache verschlagen, wenn ich ihr bildhübsches Gesicht sah. So wie immer. Am Aufgang zur Treppe angekommen, konnte ich das Klavier nun deutlich hören. Es klang unglaublich. Kurz blieb ich stehen. Lauschte. Ich kannte den Song. Es war eine Piano-Version des Songs Wherever You Will Go von The Calling. Ich schmunzelte. Ein alter Klassiker. Ich konnte ihn noch heute in- und auswendig auf der Gitarre spielen. Damit hatte man früher jedes Mädchen rumgekriegt. Aber diese Version hier war mir neu, bis ich plötzlich noch etwas anderes hörte. Gesang. Eine Frauenstimme. So zart und leicht, dass sich mir augenblicklich die Nackenhaare aufstellten. Ich reckte den Kopf. Lauschte. Moment. Nein. Das konnte doch nicht. Oder doch? Mein Blick glitt nach oben. Möglichst lautlos nahm ich eine Stufe nach der anderen. Schlich langsam die Treppe hinauf, bis ich oben angekommen war und beinahe wieder rückwärts runtergekippt wäre. Meine Vermutung hatte sich bestätigt. Es war nicht irgendwer, der da gerade spielte und dazu sang. Es war Sophia. Holy shit. Ich wollte wütend sein. Wütend, weil sie mir allen Ernstes vorenthalten hatte, dass sie so singen konnte, so spielen konnte. Wie konnte sie das nur für sich behalten? Doch momentan konnte ich mich auf nichts anderes konzentrieren als auf ihre Stimme. Die Haare an meinen Armen stellten sich auf. Fuck. Sie war gut. Verdammt gut. In ihrer Stimme lag so viel Leichtigkeit. So viel Gefühl. Und gleichzeitig war da eine Kraft in ihr, dass es mich regelrecht in die Knie zwang. Ihre warme und klare Stimmfarbe brachte ein beeindruckendes Spektrum an hohen und tiefen Tönen mit sich, zwischen denen sie mit Leichtigkeit hin und her sprang. Ich musste unbedingt herausfinden, was noch alles in ihr steckte. Mein Blick schoss nach links und rechts. Außer Sophia schien niemand weiter hier zu sein. Sie war so in der Musik versunken, dass sie nicht einmal merkte, wie ich mich ihr vorsichtig näherte. Ihre Augen waren geschlossen und ihre gesamte Aufmerksamkeit diesem Song gewidmet. Verdammt, sie konnte die Musik genauso fühlen und sich in ihr verlieren, wie ich es tat, jedes Mal, wenn ich eine Gitarre in die Hand nahm. Ein Lächeln schlich über meine Lippen. Auch wenn ich es kaum für möglich gehalten hätte, in genau diesem Augenblick verliebte ich mich noch mehr an sie. Der Song endete. Der letzte Ton auf dem Klavier klang aus. Sophia öffnete die Augen, bemerkte mich und schrie kurz auf. Herrgott, rief sie schwer atmend, die flache Hand auf ihren Brustkorb gedrückt. Du hast mich zu Tode erschreckt. Verwirrung trat in ihr Gesicht. Was machst du denn noch hier? Und wo ist Greta? Ich stand noch immer an derselben Stelle, starrte sie an, war wie gelähmt, unfähig, mich zu bewegen. Hab mein Handy vergessen, krächzte ich, denn zu mehr war meine belegte Stimme nicht fähig. Ich räusperte mich. Sof, das war einfach nur... Ich machte ein paar Schritte auf sie zu. Wann hattest du vorgehabt, mir zu sagen, dass du so verdammt talentiert bist? Sie blickte zu mir auf und blinzelte mich aus ihren ausdrucksstarken Augen an. Gar nicht? Ich öffnete den Mund, doch es kam nichts heraus. Also schloss ich ihn wieder und schüttelte den Kopf. Sof wich meinen Blick aus. Naja, ich muss damit ja nicht unbedingt prahlen. Und außerdem habe ich schon ewig nicht mehr gespielt und dazu gesungen. Ich bin also quasi eingerostet, was das betrifft. Eingerostet? Echote ich. Meine Augenbrauen schossen nach oben. Du willst mich gerade verarschen, oder? Sie sah mich wieder an und lachte. Nein, ganz und gar nicht. Ach komm schon, das eben kannst du doch nicht wirklich gut gefunden haben. Ich schnaubte. Also schön, rutsch rüber. Irritiert blinzelte sie. Wie bitte? Rutsch rüber. Ich schob sie ein Stück weit nach rechts und ließ mich unmittelbar neben sie fallen.
Okay, das war vielleicht etwas unüberlegt. Denn ihre Nähe machte mich schon wieder völlig fertig. Noch dazu ihr Duft. Dieser grässliche Zitronenduft hier drin hatte keine Chance. Es roch gefühlt nur nach ihr. Und genau das legte mein Hirn lahm. Ich musste mich konzentrieren, um es vor dem Totalausfall zu bewahren. Okay, ich legte meine Hände auf die Tasten. Betrachten wir das eben also als deine Aufwärmrunde. Wollen wir doch mal sehen, was du noch so drauf hast. Sie schnappte nach Luft. Du machst nur Spaß, oder? Ich lachte. Kein bisschen. Ich meine das todernst. Mein Blick wanderte zurück zur Klaviatur. Irgendwelche Wünsche? Sophia gab einen wehleidigen Laut von sich und legte sich eine Hand über die Augen. Alex, bitte nicht. Oh doch, erwiderte ich grinsend. Selbst schuld. Was versteckst du das auch vor mir? Da musst du jetzt durch. Während ich meine Finger durch schnelle Bewegung ein wenig aufwärmte, überlegte ich, was ich von dem, was ich mal gelernt hatte, noch konnte. Bis mir schließlich ein Song einfiel. Wie wär's hiermit? Ich spielte den Refrain an. Soph brauchte keine 2 Sekunden, um den Song zu erkennen. Raw von Katy Perry? Sie lachte schallend auf. Warum ausgerechnet der? Weil ich es sage, war meine schlichte Antwort darauf. Soph lachte noch lauter und brachte mich wieder zum Grinsen. Das konnte ich den ganzen Tag tun. Sie zum Lachen bringen und mich an dem Klang ergötzen. Es machte mich unheimlich scharf. Okay, Konzentration jetzt. Ich versuchte, mich an die Strophe zu erinnern. Nach kurzem Rumprobieren hatte ich es raus. Na bitte, war doch gar nicht so schwierig. Wir würden das schon hinbekommen. Moment mal, aber es ist okay, dass du mir vorenthalten hast, dass du nicht nur Gitarrist, sondern auch Pianist bist, protestierte Soft daraufhin. Du hast mich nie danach gefragt, erwiderte ich mit einem frechen Grinsen. Ich hatte als Kind jahrelang Klavierunterricht, hab zwischendurch auch mal gespielt. Und irgendwie ist davon noch was hängen geblieben. Ich sah zu ihr auf. Doch was ich eigentlich sagen wollte, blieb mir im Hals stecken. Allein ihr Anblick brachte mich völlig aus dem Konzept. Ich blinzelte ein paar Mal und räusperte mich. Zurück zum Song. Entschieden schüttelte Soph den Kopf. Ich singe dir nicht. Warum nicht? Na, weil ich, ach, keine Ahnung. Ich kann einfach nicht vor anderen singen. Ich will mich nicht blamieren. Ich schob die Brauen zusammen. Bist du bescheuert? Soph, das, was du mit deiner Stimme anstellst, ist alles Mögliche, aber bestimmt keine Blamage. Als Antwort darauf schnaubte sie nur und wich meinen Blick aus. Dann singe mit mir zusammen. Sie riss die Augen auf und starrte mich an. Was? Singe mit mir zusammen. Da sie noch immer nicht überzeugt wirkte, erweiterte ich mein Angebot. Komm schon, ich übernehme auch die erste Stimme. Lass es uns wenigstens versuchen. Einen Moment lang blinzelte sie mich an, sagte aber nichts. Dann holte sie tief Luft und nickte schließlich. Ich lächelte triumphierend. Dann begann ich zu spielen und zu singen. Eindeutig, Toni konnte das von uns beiden so viel besser. Auch wenn ich nicht unbedingt schlecht war, aber nach oben hin war definitiv noch Luft. Soph zögerte. Ich konnte ihre Zurückhaltung und Nervosität spüren. Ihre Stimme war plötzlich so kraftlos und leise. Wovor hatte sie Angst? Was hielt sie zurück? Vor nicht mal 10 Minuten hatte sie noch 200% gegeben. Ich musste es irgendwie schaffen, dass sie das nochmal hinbekam. Sich fallen und von der Musik und Melodie treiben ließ. Also zog ich selbst ein bisschen mehr an. Trieb kraftvoll voraus, sowohl spielerisch als auch gesanglich. Und tatsächlich, sie zog mit. Spätestens nach dem ersten Refrain war es vorbei mit ihren tapsigen Versuchen. Sie traute sich mehr und die Energie und Kraft in ihrer Stimme entfaltete sich und füllte den gesamten Raum. Am Ende nahm ich mich immer mehr raus und lauschte stattdessen dem, was sie mir anbot. Ich war sprachlos. Gelegentlich wagte ich einen kurzen Seitenblick auf sie. Sie war voll und ganz angekommen in dem Song, spürte die Musik und wusste ganz genau, wie sie sich diese zu eigen machen musste. Der Song endete und wir ließen den letzten Satz gemeinsam ausklingen. Sie öffnete die Augen und sah direkt in meine. War ich das gerade, der so heftig atmete? Vermutlich. Ich löste meine zitternden Hände von den Tasten und krallte mich damit an der Klavierbank fest, nur um mich davon abzuhalten, über sie herzufallen.
denn das war gerade alles, woran ich denken konnte. Jetzt lächelte sie auch noch. Okay, Kumpel, Konzentration, reiß dich zusammen. Noch bevor einer von uns beiden etwas sagen konnte, ertönte plötzlich Applaus links von uns. Unsere beiden Köpfe schossen herum. Hinter dem Tresen, wenige Meter entfernt von uns, standen Magda, Frederik und Kitty. Breit grinsend und wild in die Hände klatschend. Entschuldigt bitte, brachte Magda schließlich hervor. Aber das war großartig. Frederik legte eine Hand auf ihre Schulter und strich sanft darüber. Jetzt lassen wir euch aber wieder allein. Damit legte er einen Schlüssel und ein Handy, das verdächtig nach meinem aussah, vor sich auf den Tresen. Vergesst bitte nicht abzuschließen, wenn ihr geht. Ich wandte mich wieder an Sof, die die beiden mit offenem Mund anstarrte. Aber gute Nacht, Magda zwinkerte uns lächelnd zu. Ich sah den dreien nach, wie sie das Lokal verließen. Okay, das hörte ich jetzt Sof sagen. Mein Blick glitt zurück zu ihr. Ihre Augen strahlten, als sie in meine blickte. Das war unglaublich. War es, ja, erwiderte ich, unfähig, meinen Blick von ihr zu lösen. Sof, sie strahlte noch immer. Ja, warum bist du mir die letzten Tage aus dem Weg gegangen? Vielleicht war es unpassend, dieses unangenehme Thema anzusprechen, gerade nach so einem Wow-Erlebnis. Aber ich musste das mit ihr klären. Und das, was auch immer da gerade zwischen uns stand, aus der Welt schaffen. Das Strahlen in ihren Augen und auch in ihrem Gesicht verschwand. Überrascht holte sie Luft, öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder und wich meinen Blick aus. Ich. Mit einer nervösen Geste strich sie sich die Haare zurück und kaute auf ihrer Unterlippe. Es ist wegen dem Kuss, oder? Kaum merklich zuckte sie zusammen. Sie presste die Lippen fest aufeinander, sagte aber nichts. Sof, ich seufzte. Hör zu, es tut mir leid, falls es das ist, was du jetzt hören willst. Ich hatte mich für einen Moment nicht unter Kontrolle und ich schluckte hart. Aber bitte, ich ertrage es nicht, dass es deswegen zwischen uns so ist. Ich tue, was auch immer du willst, wenn du mir versprichst, dass dann alles wieder gut ist. Endlich hob sie den Kopf und sah mich an. Mir tut es auch leid, Alex. In ihren Augen lag aufrichtiges Bedauern. Es ist nur... Zittrig holte sie Luft. Sowas darf nie wieder passieren, hörst du? Nie wieder. Ein weiteres Mal schluckte ich, nickte dann aber. Was auch immer du willst. Sie sah nicht so aus, als wäre es zu 100% das, was sie wollte. Aber vielleicht bildete ich mich in mir das auch nur ein. Das sage ich jetzt nicht nur dir, sondern uns beiden, sagte sie dann. Und es tut mir leid, falls ich dir das Gefühl gegeben habe, du allein trägst die Schuld dafür. Es ist nicht deine Schuld. Jedenfalls nicht nur. Dazu gehören immer zwei. Ich wollte dich damit nicht vor den Kopf stoßen. Ehrlich nicht. Mein Mundwinkel hob sich zu einem Lächeln. Schon okay. Ich streckte die Hand aus, ließ sie sanft über ihren Unterarm gleiten. Ich konnte nicht anders. Ich musste sie berühren. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Im Übrigen hättest du mein Auto noch behalten können. Und das Album war auch nicht nötig, auch wenn ich mich wie ein kleines Kind darüber gefreut habe. Erleichtert atmete sie auf, lächelte mich an und forderte damit schon wieder meine gesamte Willensstärke heraus. Du solltest mit uns singen, platzte es aus mir heraus. Ein Gedanke, der mir schon gekommen war, als ich die ersten Töne von ihr gehört hatte. Irritiert blinzelte sie. Was? Wir haben einen neuen Song, erzählte ich ihr. Er heißt Safe Haven und dreht sich um Tonis und Romis Liebe füreinander. Wir haben von Anfang an überlegt, ob er nicht noch besser funktionieren würde mit einem weiblichen Gesangspart. Sof schüttelte energisch den Kopf und zeigte dabei auf sich selbst. Aber doch nicht ich, ich bitte dich. Sie lachte auf. Ihr seid so groß im Showgeschäft, ich bin mir ziemlich sicher. Da draußen gibt es tausende talentierte und berühmte Sängerinnen, die töten würden für ein Feature mit euch. Mag sein, ja. Stimmte ich ihr zu. Aber du passt stimmlich einfach perfekt. Noch immer schüttelte sie den Kopf. Doch so leicht ließ ich mich nicht davon abbringen. Ich würde sie noch überzeugen. Ich sprang auf, ging zum Tresen, schnappte mir mein Handy und kehrte damit zu ihr zurück. Während ich mich wieder neben ihr niederließ, suchte ich die aktuelle Version unseres Songs raus und spielte sie dann ab. In dem ruhigen Part am Anfang würde ein Piano perfekt passen, erklärte ich ihr.
Und nach dem ersten Chorus würdest du dann den ersten Teil der zweiten Strophe singen. Ich hielt kurz inne, damit sie sich das, was jetzt noch Christian sang, anhören konnte. Du musst das natürlich nicht eins zu eins so singen, ganz klar. Mach einfach dein eigenes Ding draus. Christian steigt dann wieder in der zweiten Hälfte der Strophe ein. Den nächsten Chorus singt ihr dann gemeinsam. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. In Sofs Blick lag genauso viel Zweifel wie in ihren Worten. Natürlich bekommst du das hin, widersprach ich ihr gelassen. Ich konnte es mir bildlich vorstellen. Mit ihrer Stimme in diesem Song würde der zum absolut Besten werden, was wir je zustande gebracht haben. Alex, im Ernst, nein. Schon wieder ein Kopfschütteln. Der Song ist wunderschön, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn mit euch singen kann. Echt nicht. Außerdem würde das Christian überhaupt nicht wollen. Mach dir um den mal keine Sorgen, gab ich zurück. Der mag oft ein ziemlicher Prolet sein, aber auch er hat ein Gespür für die guten Dinge und würde sich ein Duett mit dir kaum verweigern, wenn er dich erst mal singen gehört hat. Das verspreche ich dir. Ihrem Blick nach zu urteilen, wirkte sie immer noch nicht überzeugt. Ich weiß nicht. Immerhin. Ein Ich weiß nicht war besser als ein Nein. Ich würde sie nicht bedrängen und war auch nicht beunruhigt. Ich kannte sie. Von daher überraschte mich ihr Zögern und ihre Verunsicherung keineswegs. Ich musste ihr nur Zeit geben. Denn dann war ich mir sicher, würde sie es zumindest versuchen. Denk drüber nach, sagte ich abschließend und bekam als Antwort darauf ein zögerliches Nicken von ihr. Ich musste schmunzeln. Verflucht. Die Kleine hatte so viel zu bieten und versteckte sich dennoch so sehr. Das Summen meines Handys riss mich aus meinen Gedanken. Ich warf einen Blick darauf. Eine Nachricht von Greta. Gefunden? Wo bleibst du? Mist, ich hatte sie komplett vergessen. Als ich wieder zu Sof aufsah, wich sie meinen Blick aus. Du musst los, oder? Mit wenig Begeisterung nickte ich. Verdammt, ich wollte noch nicht gehen. Ich hätte noch die ganze Nacht mit ihr verbringen können. Doch die Option bestand leider nicht. Schweren Herzens stand ich auf. Na komm, sagte ich zu ihr und streckte ihr meine Hand entgegen. Lass uns gehen. Ihr Blick lag zuerst auf meiner Hand, dann wanderte er zu mir nach oben. Uns? Wiederholte sie. Wohin denn? Ich grinste. Na, ich fahre dich nach Hause. Was hast du denn gedacht? Ein Moment verstrich, in dem sie zögerte, bis sie schließlich meine Hand ergriff. Ein Gefühl, das ich versuchte, für alle Ewigkeiten zu speichern. Denn vermutlich würde es das letzte Mal sein. Ja, natürlich ist es nicht das letzte Mal, dass sich die beiden sehen. Und vielleicht habt ihr es gerade schon gehört, es knistert heftig zwischen den beiden. Sophia sagt dann tatsächlich am Ende Ja zu dem Song und nimmt ihn zusammen mit der Band in London auf. Und da spielt sich dann auch noch mal eine Szene ab, wo es wo sich beide gefährlich nahe kommen. Und die möchte ich euch noch einmal ganz kurz vorlesen. Sie ist erzählt aus der Sicht von Sophia. Wir feierten noch bis weit nach Mitternacht, als ich langsam schlapp machte. Den Abend zusammen mit den anderen zu verbringen, rundete diesen Tag perfekt ab. Sie waren mir alle die letzten Tage ans Herz gewachsen und schon fast zu einer Familie für mich geworden. Verrückt nach so kurzer Zeit, das war mir klar. Trotzdem, die Selbstverständlichkeit, mit der sie mich in ihrer Mitte behielten, war rührend. Als ich verkündete, mich aufs Ohr zu hauen, schloss sich Alex an und brachte mich zu meinem Zimmer. Seins lag nur zwei Türen weiter auf der gegenüberliegenden Seite, sodass es für ihn nur ein kleiner Zwischenstopp war. Gerade gackerten wir ausgelassen über einen Witz, den er wieder mal auf Frankies Kosten gemacht hatte, dem das Glück der Jungs null am Herzen lag. Vielleicht waren es die vielen Scheine, die bei der Tour rausspringen würden und sich in seinem irren Blick zum Zeitpunkt seines Kundtuns wiedergespiegelt hatten. Weshalb auf Alex in den nächsten Wochen einiges an Arbeit zukommen würde. Er musste die Band früher als gedacht aus den Fängen der Plattenfirma befreien, denn der geplante Zeitpunkt würde sich mit den Tourplänen überschneiden. Aber wenn das erstmal geschafft war, würde diese Tour erstmalig unter ihrem eigenen Label laufen, ATS Records, nach den Initialen seiner Gründer benannt. Oh Gott, ich kann nicht mehr! Lachend warf ich mich mit dem Rücken gegen meine Zimmertür. Alex stoppte direkt vor mir und stemmte eine Hand gegen die Tür, direkt neben meinem Kopf, und lächelte dieses gewinnbringende Lächeln, das mir schon wieder weiche Knie bescherte. Ebenfalls lächelnd senkte ich den Blick.
denn Sein aus nächster Nähe zu ertragen, war im Moment zu viel für mich. Es war ein wirklich unglaublich schöner Tag, fing ich an. Und vermutlich wird's es nicht hören, aber danke. Nicht dafür. Seine Stimme klang rau und belegt und bescherte mir eine Gänsehaut. Er ließ es nicht zu, dass ich mich seinem Blick noch weiter entzog. Sanft legte er zwei Finger an mein Kinn, um meinen Kopf anzuheben, sodass ich ihn ansehen musste. Wieder einmal nahmen mich seine verdammten Augen in Beschlag, hielten mich gefangen und sorgten dafür, dass sich eine Wärme in mir ausbreitete, die ausreichte, um einen kompletten Winter in Sibirien problemlos zu überleben. Du hast mich schon länger nicht mehr Macho Alex genannt. Ein flüchtiges Grinsen schlich mir über die Lippen. Stimmt. Wieso? Vermisst du deinen Spitznamen? Er lachte leise. Irgendwie schon, ja. Eine kurze Pause entstand. Trotzdem, wie kommt's? Ich hob die Schultern. Ganz einfach. Er passt nicht zu dir. Alex grinste. Ach, habe ich dir doch gleich gesagt. Wie ein Unschuldslamm hob ich die Schultern. Tja, manche Dinge muss man eben selbst herausfinden. Mit aller Macht hielt ich seinem intensiven Blick stand. Aber jetzt weiß ich es ja. Dass du anders bist, meine ich. Seine Augenbrauen schossen nach oben. Anders? Inwiefern? Du bist nicht das, was man von einem Rockstar erwartet, erwiderte ich. Zumindest nicht das, was ich erwartet hätte. Für mich waren Rockstars immer unnahbar, unfassbar arrogant und ungehobelt. Mit Alkohol, Sex und vielleicht sogar Drogen als festen Bestandteil ihres Lebens, um diesen Wahnsinn, ihre Person irgendwie durchzustehen. Aber du bist anders. Ich legte eine kurze Pause ein, um Luft zu holen und mich von seinem Anblick zu erholen. Einfach das genaue Gegenteil von all dem. Du bist einer von den Guten, Alex. Und ich hoffe, du wirst dir das immer bewahren und niemals verlieren. Einer von den Guten. Einer, der mich und meine verkorkste Seele retten kann. Einer zum Festhalten. Einer für immer. Doch ich biss mir auf die Zunge, damit mein alkoholisiertes Gehirn mich nicht dazu verleitete, das auszuplappern. Alex' Blick ruhte unablässig auf mir. Fast schien es, als würde er versuchen, noch mehr hinter meinen Worten zu lesen. Das, was ich dachte, aber nicht laut aussprach. Und du bist längst keine Seelenmörderin, raunte er. Sein Blick wurde weich. Und ihn zu erwidern, verlangte mir gerade alles ab. Das warst du noch nie. Noch eher rettest du sie. Zumindest meine. Ich schnaubte abfällig und wand mich aus seiner Berührung. Ich bitte dich, als ob es bei dir was zu retten gäbe. Du bist eine unheimlich authentische und starke Persönlichkeit. Du brauchst niemanden, der dich rettet. Ich hätte erwartet, dass er mir widersprechen würde. Aber er tat es nicht. Stattdessen spürte ich seinen Blick nach wie vor auf mir, auch wenn ich ihn nicht mehr direkt ansah. Denn dann würde er die verräterischen Tränen, die schon wieder hinter meinen Lidern brannten, bemerken. Ich dagegen, meine Stimme war nur noch ein Flüstern. Ich bin kaputt, Alex. In 1 Million Teile zersplittert. Mit Abgründen dahinter, die du gar nicht erst wissen möchtest. Halt dich also besser fern. Ich bin ein einziger Scherbenhaufen, an dem du dich nur verletzt beim Versuch, ihn aufzusammeln. Noch bevor die erste Träne sich befreien und über meine Wange laufen konnte, hatte er nach meinem Gesicht gegriffen. Sanft hielt er es an seinen Händen. Ich ließ es zu. Ich hätte mich auch nicht davon abhalten können. Seine Augen fanden meine. Bye-bye, Selbstdisziplin. Ein Lächeln befreite sich aus seinem vor Sorge getrübten Gesicht. Auch Scherben spiegeln das Licht, weißt du? Und lassen so manches noch so viel schöner erscheinen. Ich wollte schlucken, doch es ging nicht. Meine staubtrockene Kehle ließ es nicht zu. Alles, was ich noch konnte, war, meinem heftigen Atem zu lauschen und mein wild pochendes Herz in meiner Brust zu spüren. Ebenso wie die Berührung von Alex' Lippen an meinen. Federleicht strichen sie über meine. Eine Berührung, die kaum stattfand und die ich dennoch wahrnahm. Und sie schickte pure Elektrizität durch meinen gesamten Körper. Was leider auch dafür sorgte, dass mein bereits totgeglaubtes Alarmsystem wiederbelebt wurde. Ich legte Alex meine flache Hand auf die Brust und schob ihn ein Stück von mir weg. Sein irritierter und schon beinahe frustrierter Blick sprach Bände. Doch es bedurfte keine weiteren Worte. Also schüttelte ich mit ebenso gequälter Miene und Tränen den Augen den Kopf und verschwand wortlos in meinem Zimmer.
Dort lehnte ich meine Stirn gegen die verschlossene Tür und schlug mit dem Kopf dagegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So lange, bis sowohl mein Hirn als auch mein Herz kapiert hatten, was richtig und was falsch war. Das war's. Oh, wie schön. Oh, herrlich. Ja, das war etwas romantisch, glaube ich. Ja, das war richtig, richtig schön romantisch. Mhm. Okay, bevor wir jetzt hier noch weiter schwärmen, stelle ich dir jetzt einfach mal eine Frage. Erzähl doch mal von der Entstehung, also von der Idee bis zum fertigen Buch und vor allen Dingen die Idee, mehrere Bände zu machen. War das von Anfang an oder kam das dann erst irgendwann? Also ich bin jetzt total neugierig. Das ist eine sehr gute Frage, ob ich von Anfang an geplant hatte, mehrere Bände zu schreiben. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich mit Tonis Geschichte angefangen habe und die Idee dazu hatte ich mit 15 Jahren. Und Tonis Geschichte hatte ursprünglich, glaube ich, 3 Bände. Und ich war aber nie so ganz zufrieden mit seiner Geschichte und habe mich dann irgendwann mal angemeldet bei dem Wow-Kurs von Annika Bühnemann. Da lernt man quasi so die Grundlagen fürs Schreiben. Und während ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich nebenbei immer weiter an Alex Geschichte geschrieben, die mir so im Hinterkopf war. Und habe dann über eine Facebook-Gruppe meine Mentorin und Freundin Martina kennengelernt. Und die hat gesagt, schick mir doch mal Alex Geschichte und ich gucke mal, ob das was ist, was man veröffentlichen kann. Und ihre Antwort war dann, ja, ich soll das unbedingt machen. Dann habe ich mir eine Lektorin gesucht, die Claudia Starke. Und habe sie dann auch gefragt, du sag mal, macht das Sinn, die Geschichte vorzuziehen, weil die ja eigentlich nach der Geschichte von Toni spielt. Und sie meinte ja, warum nicht, jetzt hau die doch mal raus, die ist doch gut und die veröffentlichen wir jetzt. Und so war es dann auch. Sie hat das einmal komplett lektoriert und auch das Korrektorat übernommen und hat mich dann die ganze Zeit begleitet. Also quasi nicht nur die beiden Sachen für mich erledigt, sondern bis zur Veröffentlichung. Wir hatten eine Live-Schaltung, als ich das bei Amazon alles hochgeladen habe und ich bin ihr auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, so war das damals. Ich bin total überrascht, also positiv überrascht, weil jeder hat ja so andere Erfahrungen mit Lektoren und dass es bei dir so gut lief und ihr auch, eigentlich war das ja mehr als eine Zusammenarbeit, das ist natürlich großartig. Ja, also sie ist wirklich eine total gute Freundin von mir geworden, auch dadurch und über die Zeit und steht mir heute noch sehr nahe und ja. Das lief wirklich alles reibungslos. Ich bin ihr, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Das ist richtig schön. Also gerade auch beim ersten Buch, wo man nachher noch keine Erfahrung hat, vielleicht auch noch ein bisschen unsicher ist. Und es ist richtig gut, dass sie dir auch zugeredet hat. Hau die Geschichte raus. Das ist super. Ja, das stimmt. Warum bist du Autorin geworden, beziehungsweise wie bist du zum Schreiben gekommen? Bei dir, du hast ja gerade schon erzählt, die Idee war schon mit 15 Jahren da. War da für dich schon klar, dass du Autorin werden möchtest? Nein, ich glaube damals noch nicht so richtig. Also es gab auch kein prägnantes Ereignis, was mich zum Schreiben geführt hat. Ich schreibe eigentlich schon, seit ich den Sinn hinter Buchstaben verstanden habe. Ich habe als Kind ganz viel Kurzgeschichten geschrieben und Bilder dazu gemalt. Meine Oma hat die heute auch alle noch aufgehoben. Dann habe ich in der Grundschule an Lesen- und Schreibwettbewerben teilgenommen und irgendwann gab es dann den Versuch für den ersten echten Roman. Der hieß damals Sarah und meine Klasse musste den komplett lesen. Ich habe die alle gezwungen, aber zum Glück ist der heute fest verschlossen in den Tiefen meiner Schreibtischschublade, weil der wirklich nicht gut war. Aber nichtsdestotrotz war es eine wichtige Erfahrung für meine spätere Your Song-Reihe. Die habe ich dann halt ein paar Jahre danach begonnen und dann wurde es aber erst für mich klar, okay, ich versuche das jetzt mal richtig anzugehen und ich versuche jetzt mal wirklich was zu veröffentlichen. Sehr gut. Sehr schön, dass du dran geblieben bist. Obwohl ich das sehr schade finde, dass die Geschichte verschlossen ist. Vielleicht kram ich sie noch irgendwann raus, mal gucken. Ja, wäre doch schön. Ja. Welche ist deine liebste Romanfigur? Oh, das ist einfach. Meine liebste Romanfigur ist Christian Scholte. Das ist der Protagonist aus meinem zweiten Buch. Mit dem Buch bin ich ja hier auch gestartet, weil es eben mein Herzensbuch ist. Und das liegt vor allem an Christian. Also Christian ist, wer ihn kennt, ist ein Charakter, der polarisiert und herausfordert. Er ist nicht so wie Alex, also nicht so Everybody's Darling. Er ist eher der großkotzige, arrogante Frontmann der Band.
der es mit seinem Lebensstil eine Zeit lang echt übertreibt. Aber natürlich bekommt er auch eine Frau an seine Seite, die es dann schafft, ihm den Kopf zurechtzurücken und eben eine Kehrtwende bei ihm verursacht. Aber ohne, dass er eben seine Eigenschaften verliert, die ihn so aufregend machen und eben auch ausmachen. Gibt es von deinem Buch ein Hörbuch? Gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich ist ein Hörbuch in Planung aktuell. Ich habe zwei verlagsunabhängige Sprecher gefunden oder beziehungsweise, muss man richtig sagen, sie haben mich gefunden über Instagram. Und das ist die Isabel Ederle und der Jim Lacher. Und die haben gesagt, hey, wir finden dein Buch toll und können uns vorstellen, ein Hörbuch zu machen. Und das wollte ich ja sowieso schon immer machen. Also ich war sofort on fire. Und die beiden auch. Wir haben uns dann kennengelernt in so einem Videocall. Und ja, jetzt ist das Ding sozusagen in Sack und Tüten. Voraussichtlicher Start ist im Mai. Und wenn alles läuft wie geplant, habe ich dann im Juni schon das Hörbuch von Safe Haven draußen. Und ich bin total gespannt und freue mich riesig darauf. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja nochmal ein Riesenschritt, ja, aus dem danke. Eigenen Buch ein Hörbuch zu machen. Großartig. Gibt es dann diesmal auch wieder einen Song zu deinem Buch? Ja, gibt es auch. Also das Besondere an meiner Reihe ist ja, dass es zu jedem Buch einen eigens dafür gemachten Song gibt. Und der heißt immer so, wie das Buch heißt. In dem Fall ist es halt Safe Haven. Der spielt ja auch in dem Buch eine Rolle. Das habt ihr ja gerade auch mitbekommen. Der wird allerdings demnächst nochmal komplett neu aufgelegt. Aber die anderen Songs zu Band 2 und Band 3 kann man sich auf jeden Fall schon anhören über meine Website oder eben auch auf Spotify. Super. Auf jeden Fall anhören, es lohnt sich. Unbedingt. Wo finden wir dich bei Social Media? Ich bin natürlich wie alle anderen auch auf Instagram. Dort findet ihr mich unter claudia.fischer.autorin. Facebook habe ich auch unter Autorin Claudia Fischer. TikTok Autorin unterstrich Claudia unterstrich Fischer. Bei YouTube gebt ihr auch einfach Claudia Fischer Autorin ein. Da habe ich dann so ein paar Lesungen zum Beispiel hochgeladen, also Live-Lesungen. Und ich habe einen Newsletter einmal im Monat, den könnt ihr abonnieren über meine Autoren-Website. Die lautet www.claudia-fischer-autorin.de. Und wie gesagt, dort könnt ihr auch die Songs zu meinen Büchern anhören. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht, die Geschichte zwischen den beiden, die Liebesgeschichte. Werden sie sich finden? Das können wir nur erfahren, wenn wir dein Buch lesen. Das ist richtig. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Buch ausgeht, dann findet ihr das Buch und auch die anderen beiden bei Amazon und zwar als E-Book oder Taschenbuch, demnächst halt auch als Hörbuch, das erste. Signierte Prints, wenn ihr die haben wollt, direkt bei mir bestellen am besten. Schreibt mich einfach an über Social Media oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage oder über die Mail, mit der ich meinen Newsletter verschicke. Das wäre newsletter@claudia-fischer-autorin.de. Eine lange E-Mail-Adresse. Ja, tatsächlich. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, was soll ich sagen? Lest mein Buch, gebt mir Feedback, egal ob ihr die Bücher gut findet oder nicht. Kritik ist ebenso wichtig für mich, solange sie konstruktiv ist und eben auch fair. Empfehlt mich gern weiter, wenn euch mein Buch gefallen hat. Folgt mir in den sozialen Medien, abonniert mein Newsletter, schreibt mich auch gern an, ich bin immer für einen Plausch zu haben. Oder besucht mich auch gerne auf Messen und Lesungen. Ich habe dieses Jahr noch zwei Live-Termine, die schon fest gebucht sind. Das ist einmal am 7.7. im Lesecafé Stadtpark Hamburg. Da stelle ich mein drittes Buch der Reihe vor, also mein neuestes. Das heißt All Out of Love. Und das Besondere, es gibt eine Live-Performance von der Sängerin, die den Song einsingt. Und den Musikern eben, die noch mit dazugehören. Und der zweite Live-Termin ist die Buchmesse Buch Berlin. Die ist am 21. und 22.09. in Berlin. Da findet ihr mich auch vor Ort. Habe ich jetzt alles ganz schnell notiert. Ich hoffe, alle anderen auch. Wenn nicht, findet man das ja bei dir nochmal bei Social Media. Ja. Also Claudia, wir sind am Ende, aber ich glaube, also für heute, ich glaube, wir werden noch ganz viel von dir hören. Ich hoffe es auch. Und ich danke dir, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst. Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte. Ich danke allen anderen auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr neugierig auf das Buch und auch generell auf meine Bücher geworden seid. Und ich würde sagen, wir lesen uns auf meinen Plattformen oder sehen uns vielleicht auf der einen oder anderen Live-Lesung oder eben auch Buchmesse. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir heute noch einen zauberhaften Tag und hoffe, bis bald. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Bis bald.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.